Hey und willkommen zu The Long Journey Home. Auf Leid, Verzweiflung und herausragende Entscheidungen. Und nun viel Spaß. Ich fürchte, ich habe ein Problem. Hergehört, Müllschiff. Das hier ist unser Sektor. Ihr wollt euch frei hier bewegen? Bestimmt selbst den Preis. Lieber eine kleine Bestechung oder sollen wir vielleicht direkt etwas aus eurem Frachtraum raussuchen? Ich lehne ab. Ich habe so viel Credits nicht und ich würde euch auch keine 300 Credits dafür geben. Mal sehen, was ihr so habt. Oh ja, das wird mehr als genügen. Nein. Idos, wir wollen einfach einen traurigen Rest eures Schiffs bedienen. Wenn ihr euch fertig sind, dann machen wir... Das machen wir doch gern. Shit. Was war das? Die haben mich direkt angegriffen. Die Dreckschweine. Können mich mal die Säcke. Wow, hier gibt's aber viel. Ganzes ein irgendwas. Okay, okay. Okay, das passt mir nicht. Sagen, es ist so weit weg. Okay. Davon gab es aber zwei. Ich habe nur eins gekriegt. Was soll denn das? Wo sind das andere? Klemmt das da fest? Tatsache. Ist vielleicht eng. Wow, 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 wow. Ach so. Okay, theoretisch jetzt im Turboflug zur Station in der Hoffnung, dass alles nicht so schlimm ist, wie es schlimm ist. Scheiß auf den Vollstrecker. Ich will da an. Guten Tag. Ah, das Müllschiff der Menschen. Und ihr glaubt immer noch, wer verfügt über...
über so etwas wie eine fortschrittliche Technologie. Wir nehmen an, ihr wollt docken. Nun gut, wenn ihr darauf besteht. Okay. Es hat mir keine Probleme eingebracht. Das ist gut. Das heißt, ich kann entspannt docken. Ah, das Müllschiff der Menschen, ne? Wir haben befürchtet, dass der Tag unserer angenehmen Notwendigkeit kommen würde. Ja, ist klar. Themen. Jessicas Ruinen. Ah, diese primitiven Kriegstreiber der Jessican. Zwei jämmerliche Völker in dieser verzweifelt nach nuklearen Waffen gierten, um ihren verhassten Rivalen zu vernichten. Wir haben natürlich lächelnd beide Seiten, wir haben natürlich lächelnd beiden Seiten gegeben, was sie wollten. Das ist nur fair, oder nicht? Verstehe. Das hier? Üble Kreaturen, aber ihre Seide ist der weicheste, entzückendste Stoff der ganzen Galaxie. Wirklich schade, dass dieses zu groß geratene Ungeziefer so gut wie ausgerottet ist. Sie überstehen ein Leben in Gefangenschaft nicht lange, selbst wenn man sie mit großer Vorsicht hält, um ihre Seide zu ernten. Herr Vulko? Ihr wart auf einer Welt der Avulko. Bitte bedeckt eure Gesichter in unserer Gegenwart. Ihr könntet die große Seuche übertragen und falls nicht, ist es immer noch eine beachtliche ästhetische Verbesserung. Ich verstehe. Zeig mal das Ding. Glaubt ihr, eure Interesse in meinem Gesicht lesen zu haben? Ihr habt euch getäuscht. Mhm. Services. Händler. Reparatur. Shop. Okay. Aha. Okay. Reparatoren, auffüllen, Händler. Die wollen mein Haustier haben. Gibt es nicht. Löschen mal alles raus. Gold. Kannst du haben. Ich sag mal 150. 41. 51. Okay, akzeptabel. Nehmt, was euch gehört. Gut, ich habe genug Credits für den Sprung. Und das soll mir fürs Erste tatsächlich reichen. Und dann diesen Sprung machen. Da ich ein Tor springen will. Ha, wir vermuten, dass das eure Mittel übersteigt. Geben. Credits erhalten und jetzt verschwindet. Wir haben eine Verabredung mit einem heißen Schlammbad und unseren drei einfallsreichsten Konkubinen. Ja, ciao dann. Dann wollen wir mal unseren Sprung wagen. Thank you.
Und damit betreten wir die nächste Region. Wow! Ah ja, ernst? Das ist doch wieder der gleiche Dude, der mir jetzt sagt, ich soll blechen, ne? Wollen wir wetten? Ja, verarmte Säuger. Ja, genau, ihr. Wollt ihr euch eine Kleinigkeit dazu verdienen? Aber sicher wollt ihr das. Wir sind Sklavenhändler, aber ein gewisser dreckiger Raksat-Pirat kann es nicht lassen, seine Nase in unsere Geschäfte zu stecken. Tut dem gesamten Universum einen Gefallen und beseitigt es. Ich muss ablehnen, tut mir leid. Ihr wagt es euch zu widersetzen. Betet, dass ihr niemals den kalten Stahl unserer Sklavenbänder um eure weichen, was fleischigen Hälse spürt. Oh, der Spaß, den wir mit euch hätten. Naja, ihr werdet euren Rüssel überall reinstecken, wo es nur geht. Verstehe ich. Kleinen Drecksäcke. So. Soweit so gut. Oder auch nicht, je nachdem. Ich möchte gern zu dem Planet da drüben hin. Zu dem Planet. In seine Umlaufbahn und mal gucken, was da so gibt. Na? Ein besserer Bogen wäre immer besser. Das macht Sinn. Welche Wortkonstruismen? Tödlich. Orkan, Blitze und Ruinen. Klingt nach einem Problem. Treibstoffwarnung. Dass ich schon wieder Treibstoffwarnung kriege. Aber ich könnte mal... bisschen auffüllen. Bisschen auffüllen. Bisschen auffüllen. Bisschen auffüllen. Und schon bin ich wieder leer. Gerät reparieren. Sie kann nichts damit tun. Wenn ich das in das Landemodul installieren würde, muss ich sie dafür zuweisen? Was ist das da für ein Herzkissen? Sehe ich das da richtig? Ein Herzkissen mit zwei Händen? Ah, unser Knuddel ist... Oh... Okay, kann sie jetzt? Nein, kann sie nicht. Dann tippe ich mal drauf, dass sie einfach, dadurch, dass sie jetzt hier auch schon im Bett liegt, sie ist einfach zu krank. Als dass sie das tun könnte. Na gut. Ja. Mir ist ja dann nun nicht so doll. Dann würde ich auch schon einfach mal frech zum nächsten Planet wandern. Und hopp. So. Einmal noch ein gutes Stück in die Richtung. Ich mache ja eh einen Bogen, da ist das jetzt nicht so wild. Das könnte sogar ganz gut hinhauen auf der Strecke. Ah.
sogar sehr gut aus. Okay, wie schaut sie aus? Gravitation extrem und Eis. Aha. Keine Strukturen und nichts. Und Metall ist nur für Hüllenreparatur, die ich gerade nicht brauche. Ich würde dann natürlich nochmal das Asteroidenfeld mitnehmen. Und ansonsten würde ich auch schon weiterspringen. Na, wo ist es? Da, sehr gut. Perfekt anvisiert. So. Waffen bereit machen. Ja, ja, kenne ich. So, mal schauen. Okay, bis jetzt ist die Strecke ziemlich frei. Da kommt schon der erste Stein geflogen. Ah ja. Der nächste. Danke fein. Komm. Oh, oh. Da steht ja richtig Kacke. Waffen aus, alles eingesammelt und boom. Haben wir das. Sehr gut, sehr gut. Ich habe jetzt aber nicht aufgepasst. Was haben wir denn da jetzt eigentlich eingesammelt? Düm, düm, düm. Okay, wir haben Alu, wir haben Kupfer und wir haben... Okay. Ja, hier, komm, rein damit. Gut. Sprit wäre gut. Aber nicht mehr hier. Denn hier habe ich alles erkundet. Dann springen wir mal weiter. Wie gesagt, Sprit wäre jetzt echt nicht verkehrt. Hm. Ja. Ja, okay, wir wollen hier durch. Und dann hier rüber am besten.
Entweder wir kommen dann hier rüber oder wir kommen da oben hin. Okay. ...225... Credits. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so wenig. Möglicherweise. Ha. ...225 ist echt teuer. Mineralabbaustation. Okay, Händler auffüllen, Reparaturschiffswerft. Okay, okay, okay. Wir haben dies hier und dies hier als Option. Sprungantrieb. Sprungantrieb, Gas und Eisen. Das ist eigentlich gar nicht falsch. Nur Metall und das. Okay. Kupfer. Metall. Hier gibt es nochmal einen ganzen Haufen sogar. Und auch seltenes Gas. Das ist eigentlich ganz geil. Okay, hier müsste ich eigentlich auf jeden Fall mal anhalten. Ein paar Sachen verkaufen. Aha. Oh, hier gibt's auch nochmal alles und viel davon. Okay. Hier gibt's auch nochmal ganz gut, aber... Pulsar, da will ich nicht hin. Hier gibt's aber auch nochmal ganz gut. Roter Riese ist, glaube ich, auch nicht so der Bringer. Gelber Zwerg ist immer so das Optimum. Weißer Zwerg ist auch in Ordnung. Okay. Schwierig. Also eigentlich wäre das hier am sinnvollsten. Das wäre auch ein roter Riese und hier gibt es nicht so sonderlich viel. Also wirklich Epsilon Indy. Na gut. Lassen wir uns mal überraschen, was es hier so gibt. Ich hoffe, wenig Ärger und viel Loot. Was ist das? Fragezeichen ist aber nicht gut. Neue Begegnungen können kritisch sein. Wann das? Was ist das? Seltsame Energiemesswerte. Verbindung hergestellt. Seltsame Energiemesswerte. 0110100. Oh, Binärcode. Theoretisch müsste ich den übersetzen. Und das würde ich auch gern tun wollen. Ha. Tue ich das? Übersetze ich den? Das würde sich aber ein bisschen hinziehen mit der Übersetzung. Okay. Ich würde das tatsächlich mal tun wollen. Gebt mir mal einen Moment. Okay, hier steht... Dawn rises, light falls. Also, Dämmerung geht auf, Licht geht unter.
Das sagt mir jetzt noch nicht so sonderlich viel. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. Was könnte ich ansprechen? Himmelsdämmerung. Oh. Könnte ich machen? Das könnte ich ihm zeigen. Den Schlüsselstein. Mhm. Preisen beleidigen werde ich erstmal nicht. Nach Gerüchten und sowas fragen will ich auch noch nicht, weil wir sind noch nicht mal wirklich in einem Gespräch. Ich würde es mit Himmelsdämmerung versuchen. Oh, jetzt können sie plötzlich reden. Transcom-Fehlfunktion. Versuche zu kompensieren. Transcom-Themen-Himmelsdämmerung. Seltsame Energiemesswerte. Weh viel geblickt und Schwamm wischt dunkel. Okay. Schlüsselstein. Wütender Abgrund. Totem Jericho. Wütender Abgrund. Toter Jericho. Ich behaupte, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.